mag es gar nicht erwähnen, aber wir haben schon den 12. Tag. Und es ist jetzt 8 Uhr morgens. Es ist wieder schönes Wetter, ein bisschen bewölkt, aber trotzdem sonnig und super Wetter wieder. Warm natürlich immer. Und wir sind ausgeschlafen, fit, nach 5-6 Stunden heute. Und jetzt geht's essen und dann geht's wieder mit dem Boot raus zum Schnorcheln. So, unser dritter Weg zum Boot runter. Morgen ist der 4. Und dann war es das schon mit den Ausflügen. Nee, gar nicht wahr. Heute Abend ist nochmal mit der Sunshine-Tour. Genau, ich habe ja gesagt. Und jetzt, oh, guck mal, ist auch schönes Licht irgendwie, ja? Jetzt sind wir beim Mittagessen. Dann hat es sich jetzt doch noch ein bisschen zugezogen, sogar bei uns auf unserer Insel, die normalerweise immer ein Sonnenloch ist. Jetzt hat die Regenzeit uns doch ein bisschen erwischt. Hoffentlich nur für ein paar wenige Minuten oder Stunden. Jedenfalls ist es draußen ziemlich feucht und mit schwarzen Wolken um uns herum. Aber auch sehr warm. Und die Atmosphäre ist trotzdem einfach toll. Das schmeckt sehr gut. Da ist irgendwie gewürztes Hähnchen drin. Total lecker. Sieht auch lecker aus.
sowas her, ist richtiger, leckerer Apfelstrudel. Also sowas von gut, dass ich direkt zuschlagen musste, wo ich eigentlich nicht mehr viel Hunger habe, aber der ist umwerfend. Jetzt gewittert es sogar. Donner. Wir sind gerade vom Essen zurück durch den Regen. Sind etwas nass geworden dabei, deswegen wollte ich jetzt gerade mal die Chance nutzen und Aufnahmen machen jetzt beim Regenfall, tropischen Regenfall, wie das aussieht, so von unter Wasser. Tja, so sieht das vom Wasser mit Regen aus. Und auch wenn man sich das in Deutschland schwer vorstellen kann, also jetzt ist kein blauer Himmel mehr, jetzt ist einfach nur Regen angesagt. Grau und Regen, aber es ist herrlich hier drin, es ist einfach herrlich. Außer, dass ich nicht viel sehe, das ist einfach fantastisch hier drin. Richtig warm, auch wenn es vielleicht zu Hause kalt rausgeht, aber es ist Badewanne. Ja? Der Regen fühlt sich auch nicht kalt an und unbeschreiblich. Einfach fantastisch. Hier brauche ich gutes Regen. Man kann nicht mehr wirklich gucken. Gut, das Auto fantastisch hier. Ja, der Regen, der hat uns jetzt wahrscheinlich ein paar Stündchen fest im Griff. Hier ist keine Aufkauferin zu sehen. Ich habe jetzt eigentlich alle Aufnahmen gemacht, die ich machen wollte, aber eigentlich bin ich gar nicht raus auf dem Wasser, weil es macht richtig Spaß. Ja, tolles Erlebnis. Tja, irgendwie regnet es immer noch. Wir haben jetzt bestimmt 2-3 Stunden später. Und in einer Stunde ist eigentlich unsere wunderschöne Sonnenuntergangsschiffstour angesagt. Ich fürchte, die fällt ins Wasser und da werde ich jetzt einfach mal nachschauen, wie das so ist. Da hinten scheint es zwar aufzuklaren, aber das wird zeitlich nicht mehr reichen. Faszinierend finde ich ja trotz Regen und ja dunkle Wolken, die Lagune ist immer grün-blau leuchtend. Das ist immer wieder faszinierend. Ich habe gerade erfahren an der Rezeption, dass die Sunset Tour leider gecancelt ist. Ich meine, war klar bei dem Wetter, habe ich nicht anders erwartet. Trotzdem sehr schade, weil ich denke, dass das sehr schön gewesen wäre. Naja, ich habe ja die Drohne auch ein bisschen fliegen lassen, hat man vielleicht auch ähnliche Sichten auf die Insel vielleicht gehabt. Ja, leider gibt es die nächste Fahrt erst wieder nächstes Wochenende und dann sind wir leider schon wieder zu Hause. Ja, ansonsten schauen wir mal, im Moment regnet es nicht mehr, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht heute Abend.